Seit der ersten Folge von Sturm der Liebe 2005 sind Sepp Schauer und Antje Hagen als Alfons und Hildegard Sonnbichler dabei. In all den Jahren gab es zwar Hochs und Tiefs, doch die Sonnbichlers meisterten alle Krisen und blieben immer zusammen. Woran das liegt, verraten Sepp und Antje im Interview mit Promipool. Ja, das sind, glaube ich, die ganz, diese simplen Weisheiten, die wir also zumindest so spielen, dass man miteinander redet, dass man offen ist miteinander, dass man Differenzen nicht unter den Tisch kehrt und dass man sie löst und dass man auch mal zulässt, dass man eine andere Meinung hat. Ich glaube, das kann man so sagen, dass man wirklich, dass man einfach, wenn man zusammen ist, auch miteinander redet und nicht nur aneinander vorbeiredet. Und vor allen Dingen, ich habe da wirklich zwei Schlagworte, das ist Akzeptanz und Toleranz. Einfach zu tolerieren, dass der andere, trotzdem er mit mir verheiratet ist, ein anderer Mensch ist, und zu akzeptieren, dass der halt eine eigene Meinung hat und ein eigenes Lebewesen ist. Doch was, wenn sich das Ehepaar irgendwann mal trennen sollte? Dazu haben die beiden Schauspieler eine feste Meinung. Also ich würde mich vehement zur Wehr setzen. Ja. Ich würde das, A, würde ich das nicht wollen, B, würde ich es nicht spielen wollen. Nicht nur für sie, auch für die Serie wäre es ein Albtraum, wenn die Sonnbichlers auseinandergehen würden. Nicht jetzt nur, weil der Zuschauer das erwartet, dass die Sonnbichlers zusammenbleiben, sondern weil es auch ein elementares, ein elementarer Teil der Serie ist. Das wollte ich gerade sagen. Es gehört zum Erfolg dieses Films dazu, zu der Art, diese Geschichte zu erzählen. Genau. Da muss es auch, es passiert ja so viel ringsherum, und da muss es eine Konstante geben. Und darum würde ich auch nicht wollen, dass der Alfons irgendwie fremd geht oder sowas. Ja, ja. Nein, das würde ich nicht spielen wollen. Die Fans müssen sich also keine Sorgen um ihr Sturm der Liebe-Lieblingspaar machen.